Moin moin und guten Tag, hier ist wieder Dr. Goy, Doc Goy. Und in diesem Fall ausnahmsweise mal eine aktuelle Meldung zu Skype und nicht zu Twitter. Bei Skype sind momentan wieder Viren unterwegs. Und zwar zum Beispiel, hoi, schön Fotos, hoscht. Du auf dem Profil üppel net oder nöt, keine Ahnung, irgendein Dialekt, Schweizerdeutsch oder so. Auf Deutsch dann eben, moin, kaum zu glauben, was für schöne Fotos hier auf deinem Profil sind. Und dann ist da ein Link mit Google gekürzt. Nicht draufklicken, denn dann wird dieser Link immer weiter verteilt und wie gesagt viral verteilt. Was jetzt tun, wenn ein Profil dort ist, der Ihnen gerade diesen Link geschickt hat? Dann gehen Sie bitte auf dieses Profil mit der rechten Maustaste auf Blockieren und bei Blockieren dann aus der Kontaktliste entfernen. Ob er noch Missbrauch melden anklickt, weiß ich nicht, weil er kann ja nichts dafür. Aber auf jeden Fall sollte der Kontakt blockiert werden, damit er Ihnen nicht wieder so ein Virus schickt. Das ist die erste Maßnahme, die Sie machen sollten, wenn Sie so einen Virus zugeschickt bekommen haben. Diesen Account von demjenigen, der den Virus geschickt hat, löschen. Sie können ihm aber auch noch vorher eine Nachricht schreiben. Du hast mir gerade ein Virus geschickt, ich blockiere und lösche dich. Bitte schau dir das Video von Doc Goy an, was du zu tun hast. Denn das ist der zweite Schritt. Was ist, wenn Sie selbst betroffen sind? Dann sollten Sie auch Ihr eigenes Profil löschen und ein neues Profil anlegen. Aber Sie möchten ja Ihre Kontakte nicht verlieren. Deswegen gehen Sie bitte auf Kontakte hier oben. Dann auf Erweitert. Und bei Erweitert können Sie Ihre Kontakte in einer Datei sichern. Das führen Sie bitte durch. Und danach sollten Sie in dem neuen Account mit einem neuen Namen die Kontakte aus der Datei wieder herstellen. Wenn Sie blockierte Kontakte hier verwalten wollen, können Sie das hier noch machen. Sie können also nochmal nachschauen, ob der immer noch diesen Virus schickt oder nicht. Also Sie können sie wieder entblockieren, wenn Sie das nochmal wollen. Aber auf jeden Fall, wenn Sie selbst so eine Meldung kriegen, den Kontakt blockieren, rechte Maustaste. Wenn Sie selbst einer sind, der diese Virus weiterverbreitet, weil Sie aus irgendeinem Grund schon mal draufgeklickt haben, dann erst Ihre Kontakte exportieren, also sichern, neuen Account anlegen und Ihre Kontakte wieder importieren und dann ist es die sicherste Maßnahme, die Sie machen können. Und jetzt viel Spaß, viel Erfolg mit Skype und natürlich auch mit Twitter. Verteilen Sie dieses Video gerne an andere Leute oder den Link dazu für Ihre Skype-Kontakte, damit die wissen, wie zu reagieren ist, dass dieser Virus gerade unterwegs ist. Viel Spaß, viel Erfolg, alle Angaben ohne Gewähr. Mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy und eigentlich bin ich der Twit-Doc.